creepy ist das? Da ist einfach ein Geisterpferd. Und jetzt ist es wieder weg. Es kam wieder. Oh mein Gott, dieses Pferd spielt mit meinen Nerven. Hi, ich bin Ken. Und ich liebe Pferde. Barbie, die liebe ich nicht. Die hat mich verlassen. Mich, Ken. Könnt ihr euch das vorstellen? Dabei bin ich gut in Sachen und arbeite am Strand. Und blond bin ich auch noch. Deshalb habe ich Barbieland den Rücken gekehrt und lebe jetzt hier in Chestnut Ridge. Über Barbie bin ich längst hinweg. Deshalb heißt mein Pferd auch Barbie. Mein Trailer ist pink und zufällig hängen überall Bilder von ihr. Barbie, wenn du das hörst, bitte komm zurück zu mir. Zumindest habe ich nun die Zeit, mich meiner wahren Berufung zu widmen. Ich werde Reitprofi. Endlich haben wir in Sims 4 Pferde. Eine großartige Sache, auf die wir jetzt aber beinahe 9 Jahre warten mussten. Heute sehen wir uns die Pferdewettbewerbe genauer an, denn unser Ken wird Reitprofi. Und damit er zum Reitprofi wird, muss er sich natürlich erstmal aufs Pferd setzen. Reitfähigkeit erworben. Die neu erworbene Reitfähigkeit steigt an, wenn er auf Pferden reitet. Wirklich? Das hätte ich mir ja nie gedacht. Als ob. Er hat sich vor 2 Sekunden das erste Mal auf ein Pferd gesetzt und kann jetzt schon springen üben? Let's go! Was soll schon schiefgehen? Go Ken! Go Barbie! Ich persönlich bin zwar noch nie auf einem Pferd geritten, aber ich glaube, das macht man nicht bei einer ersten Reitstunde, oder? Traben? Nein, danke. Ken mag keine Pferde? Was? Nein. Das war wohl genug für heute. Unsere Barbie schläft. Und im Morgengrauen geht es weiter. Barbie ist traurig, weil sie beim Training versagt hat. Das Training kann hart sein, aber es zahlt sich aus. Wenn du beim ersten Mal nicht erfolgreich bist, versuch es immer wieder. Oh nein, arme Barbie. Wir müssen Barbie erstmal auf andere Gedanken bringen und werden zu einem intensiven Ritt aufbrechen. Hopp, hopp, Barbie, let's go. Irgendwie sieht Ken ein bisschen überfordert aus. Level 3 der Ausdauerfähigkeit erreicht. Sims können jetzt mit Barbie über das Reiten reden. Was zur Hölle hat das mit Ausdauer zu tun? Und nun sind wir hier im Stadtzentrum angekommen und die beiden werden gleich bei ihrem ersten Wettbewerb teilnehmen. Ich bin schon so aufgeregt. Ich hoffe, sie schlagen sich gut. Fassrennen, Ausdauerrennen, Springreiten, Westernreiten. Ultimative Pferdemeisterschaft. Irgendwann müssen wir alles machen, aber noch können wir nur Springreiten. Zumindest ein bisschen. Demonstriere die Beweglichkeit deines Pferdes, indem du die Sprunghindernisse überwindest, ohne dass eine Stange fällt, und erziele die schnellste Zeit. Momentan liegt die Messlatte nicht sehr hoch. Ist dein Pferd bereit für diese Herausforderung? Selbstverständlich, das rocken wir! Dass es ein Rabbit Hole wird, war ja irgendwie klar. Aber musste es wirklich das langweiligste Rabbit Hole der Welt sein? Was ist denn deine Meinung zu diesen großartigen Pferdewettbewerben, bei denen man so toll mitfiebern kann? Yay, wir haben gewonnen! Probieren wir einfach gleich den zweiten. Ja, ich weiß, jetzt bin ich größenwahnsinnig. Irgendwie haben wir keine geeigneten Pferde mehr in der Nähe, aber mein Pferd ist kein Fohlen und es ist auch nicht trächtig. Ist das möglicherweise mal wieder ein Bug? Dann üben die beiden jetzt noch ein wenig springen und dann üben wir das mit den Fässern. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das eigentlich sein soll. Okay, sie laufen einfach um die Fässer herum. Ist das eine normale Übung? Also macht man das so bei Reitstunden? Jetzt probieren wir es mit dem Ausdauerrennen. Und wir haben wieder gewonnen. Können wir jetzt ein zweites versuchen? Nein, ich verstehe es nicht. Ist das ein Bug oder ist es so gedacht, dass man nur an einem Wettbewerb pro Tag teilnehmen kann? Ich glaube, dann brauchen wir leider ein zweites Pferd. Und vielleicht auch ein drittes und ein viertes und ein fünftes? Nein, okay, irgendwann ist Schluss, aber ein zweites Pferd brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen Cinderella, eindeutig. Immerhin ist Cinderella doch auch sowas wie eine Barbie. Oder gibt's nicht Barbie Cinderella oder so? Ich geb's zu, ich kenne mich eigentlich gar nicht so aus mit den Barbie-Filmen. Aber wir kaufen jetzt Cinderella. Ich glaube, das ist auch gut für Ken. Dass er jetzt ein zweites Pferd hat, das ihn nicht an Barbie erinnert. Möglicherweise kommt er so leichter über sie hinweg. Cinderella Carson, perfekt. Hallo Cinderella, wieso gehst du verkehrt aus diesem Stall?
Hä? Cinderella kann eigentlich noch gar nichts, aber ich möchte mit ihr trotzdem schon an einem Wettbewerb teilnehmen. Wir probieren einfach gleich mal das Fassrennen. Wir wurden nicht platziert? Was soll denn das heißen? Wurden wir disqualifiziert oder was? Dann üben wir heute die ganze Nacht mit Cinderella an den Fässern und alles andere mit unserer Barbie. Aber Ken, du bist doch nicht arbeitslos. Du bist Rancher. Oder wie nennt man das? Irgendwie haben beide Pferde die ganze Zeit keinen Spaß, aber sie weigern sich einfach, mit diesen Bällen zu spielen. That's what she said. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, wie sie Spaß bekommen? Und jetzt ist er auch noch die ganze Zeit traurig wegen Ballspielabfuhr. Und nun werden wir wieder mit unseren beiden Pferden bei den Wettbewerben teilnehmen. Zuerst wagen wir uns mit Cinderella ans Fassrennen. Wir haben gewonnen! Aber die Bronzemedaille? Hä? Das ist doch da nicht gewinnen. Und nun nehmen wir mit Barbie wieder am Springreiten teil. Wir haben Silber gemacht. Ist zwar wieder nicht gewonnen, aber nehme ich natürlich auch. Vielleicht sollte sich Ken mal um die Pferdeäpfel kümmern. Ja. Wieso haben die denn unterschiedliche Farben? Möchte ich das wissen? Wie creepy ist das? Da ist einfach ein Geisterpferd. Und jetzt ist es wieder weg. Es kam wieder. Oh mein Gott, dieses Pferd spielt mit meinen Nerven. Weiß da irgendwer von euch mehr drüber? Wenn ihr das Geisterpferd auch finden möchtet, müsst ihr hier diesem Weg dann nach unten folgen. Und hier ist dann ein Pferdegrabstein. Dahinter ist eine kaputte Brücke. Und dann um Mitternacht erscheint dieses Geisterpferd. Leider kann man da nicht hingehen. Und auch mit dem Grabstein kann man nicht interagieren. Es steht nur da, dass es sich dabei um ein unbekanntes Pferd handelt. Gefühlt 2 Stunden später und ich habe einen Bug. Eigentlich findet gerade ein Wettbewerb statt, in dem Ken und Barbie sind. Aber nur Barbie ist in dem Gebäude und kommt seit Stunden nicht mehr raus. Ich glaube, unser Pferd ist für immer verloren. Jetzt wollte ich wieder nach Hause reisen und jetzt ist Ken auf einmal doch beim Pferdewettbewerb. Barbie ist bei ihm und dafür ist jetzt Cinderella weg. Cinderella, wo bist du? Wir haben gewonnen, zumindest etwas. Aber das ist doch Cinderella. Die war doch zu Hause. Er sollte doch mit Barbie teilnehmen. Zumindest ist Cinderella wieder aufgetaucht. Barbie ist noch immer nicht da. Ich glaube, das hat etwas zu bedeuten. Ken, du solltest dich endgültig von Barbie lösen. Dann muss Cinderella allein sich jetzt wohl bei allen Wettbewerben beweisen. Wir gehen gleich mal Western reiten. Jetzt sind wir nach Hause gereist und auf einmal ist Barbie wieder da. Ich verstehe gar nichts mehr. Dann erledige ich wohl lieber doch alles mit Barbie. 2000 years later. Gleich ist es soweit. Unser Ken wird zum Reitprofi. Er hat Level 10 der Reitfähigkeit erreicht, an 15 Pferdewettbewerben teilgenommen und außerdem schon 4-mal die Goldmedaille in Champion-Wettbewerben erhalten. Wir müssen nur noch eine Goldmedaille gewinnen und uns in der ultimativen Pferdemeisterschaft platzieren. Zweiteres werden wir jetzt gleich mal machen. Ich hoffe übrigens, das zählt auch für die Goldmedaillen, denn ansonsten haben wir auf Champion-Level schon überall den ersten Platz. Und jetzt messen wir uns im ultimativen Test. Ken hat Reiten Level 10 und unsere Barbie hat auch überall Level 10. Um ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass ich diese ganzen Wettbewerbe ein wenig langweilig finde. Es passiert nämlich eigentlich absolut nichts. Sie haben einfach gewonnen. Ultimative Pferdemeisterschaft. Glückwunsch, du hast den Titel des ultimativen Champions gewonnen. Diese Errungenschaft ist ein Beweis für deine harte Arbeit, dein Talent und deine fantastischen Beziehungen zu deinem Pferd. Du stehst stolz vor der jubelnden Menge in dem Wissen, dass du mit deinem Pferd als eine der größten in die Geschichte eingehen wirst. Seht ihr das? Wir haben hier einen Bug. Das sollte natürlich eigentlich nicht so aussehen. Das ist ganz einfach Teil der Programmierung. Das, wo M steht, sollte ausgewählt werden, da unser Sim männlich ist und das andere bei weiblichen Sims. Aber irgendwie wurde da mal wieder etwas verkackt. Und es hat nicht gezählt. Das heißt, wir müssen morgen noch einmal an einem Turnier teilnehmen, bei dem wir schon gewonnen haben. Das ergibt irgendwie relativ wenig Sinn. Und nun werden Barbie und Ken hoffentlich zum allerletzten Mal an einem Turnier teilnehmen. Ich entscheide mich für Westernreiten. Da sind wir irgendwie am besten. Normalerweise. Wehe, es klappt jetzt nicht.
Barbie, möchtest du nicht mitkommen? Bitte? Ken, komm wieder raus. Wir probieren es nochmal. An Wettbewerb teilnehmen, und zwar Western reiten. Jetzt kommt Barbie auch mit. Und wir haben wieder gewonnen. Und das bedeutet, wir haben unser Bestreben abgeschlossen. Yay! Unser Ken hat jetzt das Belohnungsmerkmal Champion Coach. Und natürlich können wir für immer stolz auf ihn sein.